Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Mittwoch. Heute ist Mittwoch und ich beginne mein Video gleich mal mit einer Frage an alle Asperger und zwar oder auch an Angehörige, die beobachten. Ich bin zurzeit tollpatschig, echt schlimm. Ich meine, ich habe mir den Fuß, dann müsste ich hier irgendwo blauen Fleck und hier oben habe ich Gehirnerschütterung. Die Highlights aufzählen. Und das habe ich alles hingekriegt in weniger als einer Woche. Also selbst für meine Verhältnisse habe ich da viel gearbeitet. Also der Zeh habe ich mir am Bett angeschlagen, der Kopf habe ich mir, ist mir auf den Tisch klatscht. Also es ist wirklich so wortwörtlich so platsch wie in dem Film. Hat es platsch gemacht. Das hat so einen Schlag getan. Meine Mutter ist tot erschrocken. Und wo ich den blauen Fleck her habe, das rätseln wir noch. Wenn ich einen zweiten mehr ranschlage, wissen wir es. Zynisch, oder? Ja, ich habe es befürchtet. Ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt die Frage stellen, geht es euch auch gerade so, dass ihr total die Verletzungsgefahr habt und dass bei euch gerade so die Tollpatschigkeit vom Licht oder irgendwas her höher ist? Sagt mir das mal gerne. Ich interessiere mich da jetzt gerade echt dafür. Ich mir langsam schon so ein bisschen... nicht so tolle Vorkommen. Gut, aber das war's jetzt damit. Jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe eine Nostalgiewoche. Ich weiß auch nicht. Ich bin aufgewacht am Montag. Da erwacht man des Montags und denkt sich, meine Güte, früher war alles besser. Und dann denkt man sich, jau. Und früher war ich auch noch keine Frau mit Mitte 70. Ja, aber ich habe tatsächlich drüber mal nachgedacht, weil meine Mom und ich, wir hatten es vor kurzem erst davon, da ging es um Artikel 13 und an dem Tag habe ich mir den Stream angeschaut und da war auch eine Abstimmung über die Zeitumstellung. Da habe ich das so meiner Mutter erzählt und dann haben wir beide uns gefreut, weil wir beide sind Pennkanülen. Also ich sage nur so, wir schlafen viel und wir freuen uns da, dass das dann nicht mehr ständig umgestellt wird, weil wir sind so richtig die Jetlag-Mädchen, wirklich. Danach kann man uns erstmal voll vergessen, eine ganze Weile. Also mein Schlafrhythmus ist auch gerade voll, entschuldige die Ausdrucksweise, für den Arsch. Ich schlafe gerade in der Nacht und bin wach am Tag und ich kann nur Folgendes sagen, der Tag ist sau langweilig. Ja, aber auf jeden Fall ist mir dadurch aufgefallen, dass es eigentlich so ist, dass wenn ich jetzt theoretisch, ja, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich zu viel verrate? Also wenn ich dann irgendwann Kinder habe, also ich bin nicht schwanger, keine Sorge. Das will ich nur gleich klarstellen, wenn man sowas sagt und so, dann könnte man denken, aber nee, ist nicht. Aber wenn ich dann irgendwann Kinder habe, dann ist es so, dass ich meinen Kindern tatsächlich nur sagen kann, es gab mal vor vielen Jahren die Zeitumstellung. Und ja, darüber habe ich dann mal so nachgedacht und da sind mir noch viele andere Dinge eingefallen, wo ich einfach so nostalgisch bin. Und ich dachte, die teile ich jetzt mal mit der Welt. Als ich ein Kind war, gab es so diese Werbung im Fernsehen von Pippi Max. Ich wollte so gerne Pippi Max haben. Das war so ein Hündchen, das konnte pinkeln. Aber ich habe nie einen Pippi Max bekommen. Aber zur Rache dafür habe ich eine Häsin bekommen, die meine Mutter überall in die Ecke gepinkelt hat. Das war Ronjas Rache für den Pippi Max, ich sag's dir. Ja, dann... Oh, den Kuschelsack. Das war so ein riesengroßer Schlafsack mit Pranken und einem Kopf dran. Meine Mutter hat zu mir gesagt, wenn ich den mir wünsche, dann bin ich spätestens nach zwei Nächten traumatisiert. Also den habe ich auch nie bekommen. Dann Babyborn-Puppen, die gab es damals auch. Also heutzutage gibt es ja Babyborn in Schwarz, in Weiß, als Mädchen und als Jungs. Zu meiner Zeit gab es die noch nicht mit Pillermann. Da musste man immer sagen, das ist ein männlicher. Das muss man betonen, damit es funktioniert. Und ja, ich hatte damals eine, die hieß Katharina und eine Max, ne? Ja, da haben wir wieder den Pippi Max. Aber was ich so furchtbar fand, war, ich habe immer, wenn meine Freundinnen die gefüttert haben mit dem Brei, der dabei war, dann ist die Babyborn kaputt gegangen. Trauriger war. Ich habe deswegen nie meine gefüttert. Drum ist sie verhungert. Was gab's noch?
Kaugummiautomaten. Als ich ein kleines Mädchen war, gab es bei uns so eine Abbruchbude in der Nähe von der Schule. Die sah immer aus, als ob da voll die fiese Hexe drin wohnt. Und da direkt daneben gab es eine Poststelle. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Genauso wenig wie die Banken. Krass. Ja. Und da gab es dann diesen Kaugummiautomaten. Und wer sich getraut hat, da hinzulaufen an dieses abgebrochene Haus, da konnte sich Kaugummis ziehen. Und oh, das waren die besten Kaugummis der Welt. Im Nachhinein glaube ich, dass da Tetanus oder so dran gewesen sein könnte, weil die waren nicht sauber. Aber die waren so cool. Telefonzellen. Als ich jünger war, habe ich meine Mutti immer, oh, das klingt voll alt. Aber da habe ich meine Mutter immer angerufen von der Telefonzelle in der Stadt, so, weil meine Mutter mir, bis ich fast 14 war, kein Handy gegönnt hat, musste ich immer in der Telefonzelle die Nummer wählen und dann anrufen: Mama, ich gehe vor Müller, holst du mich ab? Da holt Mama den fiesen, du kannst nicht vor die Tür gehen, das raus. Ja, gut, dann können wir das auch als Nostalgie nehmen. Früher konnte ich allein raus. Aber ich bin nicht allein raus, du bist nur mal ein bisschen, nee, doch, obwohl, ich weiß gerade nicht mehr. Ach, egal, ist vorbei. Über verschüttete Milch heult man nicht länger als eine Stunde. Ja, dann. Oh, bei uns in der Nähe gab es dieses super leckere italienische Restaurant. Ich hab's geliebt. Gibt es jetzt auch nicht mehr. Und den leckeren Chinesen. Also ich meine, ich habe keinen Chinesen gegessen. Es gab einen Chinesen, wo es leckeres chinesisches Essen gab. Ich bin kein Kannibale. Oh. Meine Fahrräder. Ich habe das so. Ich hatte Fahrräder. Ich passe da inzwischen nicht mehr drauf, habe einen fetten Arsch gekriegt. FDH hilft nicht gegen fetten Arsch, nicht immer. Nimm dir mal ein Beispiel an mir, mach FDH, hör auf. Ich glaub's ja gar nicht. Da sitzt der ganz gechillt und frisst. Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz meinem Hasen die Ohren lang ziehen, was lustig ist, weil wieder ist. Er hat aufgehört. Ich kann. Ja, gehört. Ja, dann. Oh, jetzt hatten wir es mit dem Chinesen. Was fällt mir noch ein? Oh, Diaprojektoren. Ja, es gab vor vielen tausend Jahren Diaprojektoren. Alle, die nicht wissen, was es ist, googelt es. Ich werde es euch jetzt nicht erklären. Googelt einfach. Ich bin auch nicht, ich bin nicht da, um einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Googelt. Macht's wie ich, nehmt Google. Oh, mein Papa, seine schwarzen Haare. Ihr müsst wissen, mein Vater, der ist früher war er war blond. Blond und lockig. Dann ist er schwarzhaarig gewesen. Dann bin ich in sein Leben getreten und er wurde grau wie ein Esel. Und jetzt ist er grau weiß mit lockigen Dingern. Und einer leichten Platte. Ganz leicht. Man sieht es noch nicht, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man das Haar jetzt kurz schneidet, dann. Noch alles früher gewesen. Ja, ich hatte es von den Fahrrädern. Ich hatte früher Fahrräder, die hießen Pegasus. Die habe ich geliebt, abgöttisch geliebt. Aber inzwischen, wie gesagt, ihr wisst schon, man wächst in die Breite leider. Ja. Blaubeerkassette. Ich hatte doch nie eine Captain-Blaubeer-Kassette. Doch, echt? Okay, jetzt aber. Entschuldigt. Jetzt wird meine Mutter voll nostalgisch und erzählt mir gerade, welche der Kassette es war. Oh, ich hatte als Kind so ein Mini-Bügelbrettchen. Das ist dann leider Gottes kaputt gegangen. Und mit ihm sogar noch eine Leitung von meiner Großmutter. Es war so, da habe ich immer so, ich hatte früher so Taschentücher, so Stofftaschentücher, die habe ich immer voll gespritzt mit Wasser. Ja, damals konnte ich auch noch mit Wasser. Ja. Ich hatte so eine unbescholtene Kindheit. Manchmal wünschte ich, ich wäre wieder so alt wie damals. Aber das Ding ist, wenn ich so alt wäre wie damals, wäre ich nicht ich und nicht heute hier. Ja, auf jeden Fall habe ich die dann nur voll gespritzt und dann habe ich die mal trocken gebügelt.
eines Tages hat es dann die Leitung rausgehauen und das Ding ist so, hat Funken gesprüht. Ja, das war's dann mit dem Bügeleisen. Also auch so ein Mini-Bügeleischen. Oh. Was gibt's noch? Was fällt dir noch ein? So typische Dinge von damals. Ein Kassettenrekorder. Ein Kassettenrekorder, ja klar. Googles. Ein VHS-Player, die gab's ja auch. Ich hab, so voll witzig, wenn ich gerade hier sitze, voll die falsche Schublade erwischt. Falsch. Scheiß drauf, lass mal kurz auf. Ich wollte das so gerne sehen, diese VHS. Und ich hatte keinen VHS-Player. Ja, Maisin-Puppen, die gibt's auch nicht mehr, fällt mir gerade ein. Wenn ich die gerade in der Hand habe. Oh, ich habe die so toll gefunden. Vor allem, weil die hatten so riesen Köpfe im Vergleich zu den Barbie-Puppen. Oh, ich mache das später zu. Meinen alten Namen, mit dem ich auf die Welt gekommen bin, den gibt's auch nicht mehr. So leicht kann man das auch mal in den Ring werfen. Einfach in einem Nebensatz. Ja, meine Mom, als ich klein war, hatte die eine ganz andere Brille. Die ist jetzt inzwischen trägt sie eine andere Brille. Aber immer noch genauso verratzt wie die damals. Tja, tja. Dinge, die sich nicht ändern. Röhrenfernsehers. Wir hatten ja diesen riesen Röhrenfernseher. Naja, riesig ist relativ. Ich meine, die waren halt breit ohne Ende. Und unser Röhrenfernseher, der war voll lustig irgendwann am Ende. Der ist nämlich, bei dem ist dann die Farbkartusche im Röhrenfernseher oder wie auch immer das Ding hieß, kaputt gegangen. Und dann war es so, dass wir anfangs hatten wir dann nur schwarzes Bild. Und dann manchmal hatten wir so schwarzes Bild mit Rot drin. Und dann kam manchmal auch wieder Farbe. Und dann war es wirklich so, dass wenn Farbe, dass es teilweise so war, dass ich dann im Wohnzimmer gesessen bin und wenn dann das Rot kam, habe ich so geschrien, Vater, wir haben Rot! Und wenn dann die Farbe kam, habe ich geschrien, Papa, wir haben Rot, wir haben Farbe! Komm her, wir können jetzt einen Film gucken, sag welchen, bis schnell, bevor es wieder weg ist! Das war... Die PlayStation 2, also das ist zum Glück was ich meinen Kindern tatsächlich noch zeigen kann, weil die habe ich, aber... Ein Gameboy, die ersten Gameboys. Nicht die Colors, nicht die Advance, sondern die allerersten, diese riesen Dinger. Die gibt es auch kaum noch irgendwie. Mann, es gibt so viele Dinge. Und wenn ich jetzt nur die Dinge bedenke, die in meiner Zeit waren. Und ja, wenn ich dann noch weiter denke und einfach nur an das Zeug denke, was meine Mom zum Beispiel alles noch hatte oder meine Großmutter, dann ist es einfach voll krass. Und ich bin ja jemand, ich finde es nichts schöner, als wenn ich zu meiner Oma gehe, die haben noch einen Diaprojektor, und mich mit denen tatsächlich dann über die Sachen austauschen kann. Oh, die Kameras, wo man die Bilder nicht ausdrucken konnte am eigenen Dinger, sondern wo man zum Kameraladen latschen musste, um die Fotos zu entwickeln. Nee, um die Fotos zu entwickeln. Das gibt's nicht. Echt? Mhm. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Warum benutzt du denn dann immer nur die digitale, wenn du auch die andere nutzen könntest, die Spiegel? Ah. Alte Kunst. Ah. Sparhuber. Ja. Finde ich es immer voll wichtig, sich mit den Leuten, die früher waren und die dann früher die Sachen erlebt haben, auszutauschen, weil dadurch erfährt man auch, was es mal früher gab. Und dann lernt man die Sachen, die man heutzutage hat, auch wieder ein bisschen mehr schätzen. Ich für meinen Teil bin ja jemand, ich könnte mir jetzt nie vorstellen, eine Bettpfanne zu haben, wo echt noch Kohlen drin waren. Weil ich hätte da so Angst, mir die Füße zu verbrennen. Das gab es mal, das war damals die Wärmflasche. Und ja, wenn man sich immer wieder darüber Gedanken macht, wie sich die Sachen weiterentwickeln, dann sieht man einfach auch mal den Fortschritt der Welt. Und manche Dinge, die verschwunden sind, sind durch andere Sachen ersetzt worden. Und andere Sachen, die verschwunden sind, die gibt es jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, klar, ich habe 2000 und irgendwas noch ein Morsegerät erlebt, Mama. Weißt du, das ist so, hier ging es ja um Sachen, die aus meiner Zeit verschwunden sind.
Dann knackt das Morsegerät. Kennt man ja. Ich las früher 24/7 am Morsegerät. Ich stelle mir jetzt gerade bildlich vor, wie ich an diesem Morsegerät hocke. Naja, 24/7 jetzt nicht, aber ich habe mal eins gebastelt mit meinem Papa. Hat nur nicht funktioniert. Genauso wenig wie unser Schnurrtelefon. Wenn ich mal so drüber nachdenke, die 99% der Sachen, die Papa und ich gebastelt haben, haben nicht funktioniert. Aber gut. Es waren immer schöne Kindheitserinnerungen. Naja, das war alles, was ich euch heute mal erzählen wollte. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare zur ersten Frage, seid ihr gerade auch so schusselig, oder eben zur zweiten Frage, was ist bei euch so in eurem Leben verschwunden, seitdem ihr auf die Welt gekommen seid? So Dinge, die einfach plötzlich weg waren. So, voll Magie. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.retweetoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ich hoffe, dass ihr mir nicht verloren geht. Das war eine Überleitung, oder? Also bis zum nächsten Video. Ciao!